Du sprichst gerade vom Prototyping. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum dieser Template-Katalog, diese Guideline so wichtig ist. Ich schaffe einen Rahmen, in dem ich mich im Grunde für das Zielbild bewege. Wenn ich ein Dashboard baue, fange ich ja nie an, mir irgendwelche Daten in die SAC zu ziehen und dann mal loszubauen. Ja, wer das tut, macht es 10-mal. Das heißt, eigentlich gehe ich in einen Prototyping-Prozess. Darüber rede ich am Montag auch mit dem fantastischen Markus Wegener, der einen Dashboard-Prototype-Cycle kreiert hat, der uns diese Woche extrem gut gefallen hat. Also haben wir ihn direkt mal in den Talk für BI oder New Banking eingeladen, kommenden Montag 14 Uhr. Und da werden wir noch uns das ganze Thema Prototyping noch mal näher anschauen und dann eben auch schauen, warum das eben so wichtig ist. Dieser Template-Katalog als Guideline fürs Prototyping, ja, als Guideline, wie soll sowas nachher in dem Ebenenkonzept aussehen, in der Navigation aussehen, was erwartet den User, beziehungsweise wie schaffe ich es eigentlich, dass der End-User immer wieder ein ähnliches Produkt hat, mit der immer gleichen Navigation, mit einem hohen Wiedererkennungswert, mit einer hohen User Experience, was die Wiederverwendbarkeit von seinem erworbenen Know-how angeht. Idealerweise ist es so, guckt sich die SAC einmal ein bisschen intensiver an und kann dann durch alle Dashboards, durch alle Reporting-Produkte innerhalb der SAC navigieren. Ja, das ist ja genau das Versprechen dieser Standardisierung. Ja, ich stelle mir einen Vorstand vor, der 20, 30 oder heute Morgen haben wir es gehört, 400 Dashboards bekommt. Ja, oder ein Unternehmen, wo es über 400 verschiedene Dashboards gibt. Ich werde ja wahnsinnig, wenn die alle unterschiedlich aufgebaut sind und ich mich jedes Mal fragen muss, wie tickt denn das jetzt? Wie navigiere ich hier durch? Wie ist das Ebenenkonzept? Wie sind die Drilldowns und so weiter? Da werde ich irre. Deswegen Standardisierung über diese Guideline, wahnsinnig wichtig. Dann Prototyping, wie soll mein Reporting eigentlich aussehen? Und dann kommen wir so ein bisschen in das ganze Thema Dashboarding. Und was vielleicht auch nochmal ein Punkt dazu ist, was ich auch sehr, sehr häufig sehe, es geht, ich habe es ja so lapidar gesagt, es geht um die Beschleunigung. Es geht um die Beschleunigung, wenn ich mit diesem Thema starte. Genau. Aber was natürlich auch genauso wichtig ist und was ich auch sehr, sehr häufig in diesen Projekten eben sehe, dass man dann schon von einem sehr, sehr guten Level einfach startet. Und es gibt ja Leute, die haben dann nochmal so eine besondere Affinität für Design, eine besondere Affinität für ein spezielles Tool, oder haben da auch ganz, ganz hohe Ansprüche und sagen so, ja, hey, ich will dann da einfach auch nochmal ein bisschen die Ziernaht sozusagen dran machen. Und weil es aus dem Automotive-Thema tatsächlich jetzt sehr, sehr stark eben auch gesehen haben, wo wir da auch mit dem Tableau-Template zum Beispiel gearbeitet haben, was dann halt einfach so als Grundlage genommen wurde und dann man selber sich daran noch optimiert. Also das finde ich halt auch immer eine sehr spannende Sache. Man kann es zwar in einem Konzept irgendwie sehen oder man sieht ein Beispiel, aber dann muss man ja selber sozusagen erstmal dem irgendwie wieder, ja, nahe kommen und da lässt man vielleicht schon einige Körner. Wenn man aber jetzt basierend auf diesem Template mal loslegt und sagt, komm, jetzt versuche ich das nochmal zu optimieren oder das vielleicht auch nochmal stärker auf meine Zielgruppe anzufassen, weil die, was weiß ich, vielleicht für affiner für dieses oder jenes sind, dann habe ich da vielleicht auch einfach nochmal mehr Spaß. Aber was du auch gesagt hast und was ich jetzt auch nicht wegdeuten will, ist, dass natürlich ein Template nicht dieses Template im eigentlichen Sinne ist, dass man es einfach nur direkt überstülpt und alles funktioniert, sondern da hängt natürlich auch noch ein ganzer Prozess dran oder eine Methodik dahinter. Wie komme ich dazu? Wie mache ich das Prototyping? Wie setze ich das in dem Ganzen ein? Das heißt, selbst wir haben auch schon Kunden gehabt, die sehr, sehr stark eben nur gesagt haben, hey, eigentlich wollen wir nur diesen Template-Katalog und Rest heißt, lasst uns an die Füße in Anführungsstrichen. Nein, also glaube ich, ist jetzt nicht, dass hier hast es und dann funktioniert es, sondern da muss schon oder da machen wir schon auch noch gewisse Workshops davon, dass man eben auch mal weiß, okay, wie nähere ich mich dem Ganzen fachlich, weil nur weil ich weiß jetzt, wie es zusammengesetzt ist, muss ich ja trotzdem irgendwie noch eine Methodik dazu haben, wie sammle ich die fachlichen Anforderungen ein. Es ist ja sehr, sehr viel Kommunikation, auch in dem oder ein Stück weit Verhandlungsgeschick, dass man sehr nah dann auch an diesem Standard eben dran bleibt. Von dem her, ja, also man muss da schon eben differenziert das Ganze betrachten. Ja, vor allen Dingen, also zwei Aspekte noch dabei. Das eine ist, ich kann in dem Prototyping eigentlich die ganzen W-Fragen stellen. Ja, ich kann dem Nutzen auf die Spur gehen. Was willst du eigentlich? Was ist die fachliche Aussage, die du oder als Berichtsersteller an den Empfänger transportieren willst? Idealerweise nehme ich den Empfänger noch mit rein und frage den,
Mensch, ist das eigentlich das, was du erwartest oder brauchst du ganz andere Aussagen? Und wir stellen immer wieder fest, dass die erste Idee eines Reports am Ende komplett eine andere war als das, was am Ende rauskommt und nutzbar ist für eben den Empfänger, den Ersteller und letztlich den Entscheider. Und ja, die berühmten drei E's. Und das ist für mich der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ihr glaubt gar nicht, in was für dankbare Augen ihr schaut, bei den Modellierern auf der IT-Seite ja sehr häufig, wenn ihr denen so ein Prototype-Workbook mitbringt, wo drin steht, welche Merkmale, welche Kennzahlen, in welcher Form und welcher Zeitstruktur ihr ausgewertet haben wollt. Ja, ganz häufig ist es so, es werden Datenmodelle gebaut, es werden Anbindungen gebaut an die Systeme, nur um dann festzustellen, oh, das muss ich alles nochmal über den Haufen werfen, weil jetzt irgendwie der Berichtsempfänger sich überlegt hat, er möchte doch was anderes haben. Prototyping schafft Sicherheit und beschleunigt dadurch in ganz vielen Facetten, ne? Also exakt entlang der Idee, die du hattest, erst Prototyping, dann Backtesting und auch nochmal die Belastbarkeit abholen beim Empfänger, ob das ist, womit er arbeiten möchte, dann modellieren, dann produktiv setzen und dann immer wieder von vorne, immer wieder weiterentwickeln.